Herzlich willkommen zu einem etwas besonderen Beitrag zu einem speziellen Thema. Und zwar geht es in diesem Beitrag darum, dass ich auf ein Video im Netz gestoßen bin, auf YouTube von True Wahrheit. Und in diesem Beitrag geht es um eine angeblich wahre Geschichte, bei der angeblich jemand eine Vision des islamischen Propheten Mohammed hatte. Und in diesem Beitrag wollen wir dieses Video einmal analysieren. Wir wollen einfach mal die Geschichte uns anhören und dann schauen, was es dazu zu sagen gibt. Hintergrund ist der, dass es tatsächlich solche Erscheinungen von Mohammed, solche Visionen von Mohammed, Nahtoderfahrungen von Mohammed oder solche großen Erscheinungen eben, wie es zum Beispiel in der christlichen Mystik sie gibt, von Maria und Jesus und Engeln und Heiligen, dass das im Islam tatsächlich nicht der Fall ist. Und dass es solche Visionen ja nicht gibt. Und dass viele Muslime dies auch als absolute Häresie ansehen, wenn man so etwas überhaupt nur äußert, dass irgendjemand Mohammed leiblich gesehen habe. Und in diesem Beitrag wollen wir eben uns mit einem Beitrag beschäftigen, der eben das Gegenteil behauptet, und wir werden das Ganze jetzt einfach mal analysieren. Im Jahr 1995 geschah in der saudi-arabischen Stadt Medina etwas äußerst Außergewöhnliches. Dieser außergewöhnliche Vorfall kam nach 25 Jahren ans Tageslicht. So, und da geht es eigentlich schon los. Denn das ist ja schon mal reichlich, naja. Was heißt irrsinnig? Es ist zumindest komisch, dass eine solch erstaunliche Begebenheit unter Verschluss gehalten wird und wenn im Jahre 1995 diese Geschichte tatsächlich passiert wäre, dass sie jetzt erst sozusagen ans Tageslicht kommt. Und da stelle ich mir doch die Frage, die Behörden in Medina, was haben die davon, wenn sie so etwas geheim halten? Natürlich, man könnte jetzt argumentieren, die römisch-katholische Kirche ist ja bei den Prüfungsverfahren, was Marienerscheinungen angeht, auch nicht gerade zimperlich. Und es gibt gewisse Gemeinden, katholische Gemeinden, das gebe ich auch gerne offen und ehrlich zu. Ich hatte das in einem anderen Video etwas näher und ausführlicher beleuchtet, die da tatsächlich rabiater dagegen vorgehen und tatsächlich sagen, ey Leute, ihr betet hier nicht mehr und jeder, der an diese Marienerscheinungen glaubt, der ist hier nicht erwünscht, sozusagen. Bei anderen Kirchenverfahren mag das wieder anders sein und jetzt könnte man natürlich auf die Idee kommen zu sagen, ja, dann aus diesem Grund von den medinesischen Behörden unter Verschluss gehalten worden sein. Doch dann frage ich mich doch, ich denke, über jede Marienerscheinung und wie wird sie noch von der katholischen Kirche so verteufelt, gibt es ja wirklich eine Anzahl von Berichten, auch beispielsweise von Pilgern, die dahin pilgern, von den Leuten selbst, von den Zeugen selbst. Es ist halt einfach unglaubwürdig und höchst unwahrscheinlich zu sagen, dass im Jahre 1995 ein Junge von einer Erscheinung Mohammeds berichtet, dass dann die Behörden da involviert gewesen sind, weil sie den Jungen in das Prophetengrab ließen. Da werden wir später nochmal darauf zu sprechen kommen. Und dass von 1995 bis in die heutige Zeit kein Mensch davon irgendetwas mitbekommt, das ist doch wirklich schon mal sehr unwahrscheinlich. Denn ein im Jahr 2020 gefundener Brief erzählt von einem Ereignis, das die Grenzen unseres Verstandes überschreitet. Aha, jetzt haben wir also hier ein konkretes Datum von 1995 bis 2020. Soll diese Geschichte also von niemandem irgendwie mitbekommen worden sein? Also wirklich, wenn ein Junge von den medinesischen Behörden ins Prophetengrab hinabgeseilt wird, um, und da werden wir später noch drauf kommen, eine Taube zu entfernen, wenn ein Junge tatsächlich von Behörden darunter geseilt wird, um eine tote Taube zu entfernen,
Und wenn der dann den Behörden von einer Erscheinung Mohammeds berichtet und die Leute dann davon aufgebracht sein sollen, dann stellt sich mir tatsächlich die Frage, warum es keine einzige Spur von dieser Geschichte gibt, warum von 1995 bis 2020 weder dieser Junge noch irgendjemand anderes diese Geschichte öffentlich so rezipiert hat. Und jetzt ist 2020 ein Brief aufgetaucht. Ist natürlich sehr interessant, wenn ein Brief auftaucht, der brisante Informationen erhält. Das Problem ist halt einfach nur, dass du nicht hergehen kannst und sagen kannst, im Jahre 1995 ist etwas außerordentlich Spektakuläres geschehen. Angeblich hat davon, obwohl das so hochbrisant gewesen sein sollte, niemand etwas mitbekommen. Da wurde ein kleiner Junge ins Prophetengrab von den medinesischen Behörden hinabgeseilt und hat dann angeblich eine Vision von Mohammed gehabt. Und ein Wunder hat sich dann noch ereignet, da werden wir dann gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Und dann taucht im Jahre 2020 nach langer Zeit gar nichts ein Brief auf, wo dann diese Geschichte drinsteht. Und wenn irgendjemand irgendwo einen Brief findet, der eine solche Geschichte enthält, dann ist das einmal nicht als eine Quelle anzusehen, denn dieser Brief, der sogenannte Brief, der könnte halt auch einfach nur, eine erfundene Geschichte sein. Es könnte sich jemand, wie nach diesem schönen Sprichwort, Papier ist geduldig, es könnte sich jemand einfach ein Stück Papier genommen haben und dort einfach irgendeine schöne Geschichte aufgeschrieben haben. Und jetzt zu sagen, es hat sich 1995 etwas Spektakuläres ereignet, wo sogar die medinesischen Behörden drin involviert waren, und 2020 kommt man da erst drauf, wenn man da einen Brief findet, der diese Geschichte enthält, und vorher hat man angeblich nie etwas davon gehört. Also das ist wirklich schon eigenartig. Ich meine, wenn die medinesischen Behörden einen Jungen ins Prophetengrab abseilen und kein Mensch merkt von diesem Wunder, das angeblich so berührt hat, irgendetwas, ja, ist einfach nicht glaubwürdig. Ist einfach komisch, und da muss man jetzt schon fragen, kann man das wirklich so glauben? Dies ist die Gesandtenmoschee. Sie befindet sich in Medina und ist nach der heiligen Moschee in Mekka die zweitheiligste Moschee im Islam. Denn hier befindet sich die Grabstätte von Mohammed, dem Gesandten Gottes. Außerdem sind dort auch die ersten beiden Kalifen Abu Bakr und Omar begraben. Zunächst stand hier das Haus des Gesandten Mohammed, das er 622 nach Christus erbauen ließ, sowie eine zu seiner Zeit errichtete Moschee. Die Moschee wurde in späterer Zeit beträchtlich erweitert und heute liegt der bedeutendste Teil, das Grab Mohammeds, unter der grünen Kuppel. Nun möchte ich euch von einem Vorfall berichten, der 1995 stattgefunden haben soll. Dieser Vorfall soll in den saudi-arabischen Regierungsarchiven ebenfalls dokumentiert sein. Soll in den saudi-arabischen Regierungsarchiven dokumentiert sein. Soll. Die Auffindung eines Briefes aus dem Jahre 2020, der irgendeine wunderschöne Geschichte für die Muslime enthält, sagt zunächst einmal gar nichts darüber aus, ob tatsächlich 1995 ein solch spektakuläres Ereignis stattgefunden hat. Abgesehen davon, dass jede Quelle für diese Geschichte fehlt und ein einziger Brief aus dem Jahre 2020 eine solche Geschichte enthält, muss man sich doch wirklich fragen, wer sagt dir das? Es sind einfach nur irgendwelche Gerüchte. In den saudi-arabischen Regierungsarchiven soll diese Geschichte dokumentiert sein. Das ist sehr schön, das kann keiner unabhängig überprüfen, das kann also allerhöchstens nur ein Gerücht sein. Es ist tatsächlich verwunderlich, zutiefst erstaunlich, dass niemand etwas davon mitbekommen hat, wenn in den saudi-arabischen Regierungsarchiven eine solche Geschichte dokumentiert ist. Aufgrund eines Briefes von 2020, ich sage es
trotz der Gefahr, dass ich mich wiederhole, gern noch einmal. Wenn man im Jahre 2020 einen Brief findet, der irgendeine Geschichte enthält, dann ist das zunächst einmal ein Beweis für gar nichts. Das beweist einfach überhaupt nichts. Wenn man ferner damit leben kann, dass von 1995 bis 2020 keine einzigen Berichte oder Zeugnisse für eine solche Geschichte vorliegen, keine Gerüchte, nichts, naja, dann muss man tatsächlich schon mal hellhörig werden. Und wenn man dann sagt, ja, das ist in den saudi-arabischen Regierungsarchiven und da hat er gut, das hat er gut gemacht, der True Wahrheit, er hat da nämlich gesagt, liegen sollen. Da soll irgendetwas dokumentiert sein. Schön. Wie gesagt, das kann allerhöchstens ein Gerücht sein, dass man sich nach Aufkommen dieser Legende weitererzählt hat, nicht mehr und nicht weniger. Wir schreiben das Jahr 1995. In regelmäßigen Abständen wird die grüne Kuppel der Moschee gereinigt. Auch in diesem Jahr ist dies der Fall. An der berühmt-berüchtigten Kuppel befindet sich eine kleine Luke, durch die man in die Grabstätte reinschauen kann. Einer der Mitarbeiter, der während der Reinigung bis dahin klettert, schaut durch die Luke und sieht, dass sich unmittelbar neben dem Grab des Gesandten ein toter Vogel befindet. Ja, wenn sich die Reinigungskräfte auf dieser Kuppel aufhalten und da reinschauen in diese Luke, von circa 50 Meter Entfernung. Aber ich weiß nicht, was man da alles sieht. Ich stand noch nicht auf dieser Kuppel. Ob man da einen kleinen toten Vogel bemerkt, das weiß ich nicht. Sollte man von dieser Perspektive tatsächlich einen toten Vogel sehen, was würde getan? Na, das ist doch ganz einfach. Dann steigen diese von den Behörden beauftragten Reinigungskräfte darunter und holen diesen toten Vogel. Ja, jetzt werden wir im weiteren Verlauf dieser Geschichte allerdings sehen, dass diese Reinigungskräfte offensichtlich ihrer Arbeit nicht tüchtig nachgekommen sind. Sofort eilt er zu den Zuständigen und berichtet von dem toten Vogel, den er durch die Luke gesehen hat. Da es sich bei der Grabstätte des Gesandten um eine Heiligenstätte handelt und man von unten aus nicht einfach reinspazieren kann, denken die Zuständigen eine Weile darüber, wie man den toten Vogel aus der Grabstätte schafft. Ja, wie gesagt, die Geschichte, wir werden später sehen, da wird ein Junge diese Kuppel hinabgeseilt. Wie bereits gesagt, ist da diese kleine Luke, durch die man da runterschauen kann und auch eventuell notfalls rein kann. Da sollte nur für Befugte eine Zutrittserlaubnis herrschen. Und es ist ferner fragwürdig, warum Reinigungskräfte wegen eines toten Vogels einen solchen Aufstand machen. Also es ist schon mal so, es kann sein, vielleicht ist ein toter Vogel abgestürzt und ausgerechnet durch diese Luke in diese heiligen Stätte hinuntergefallen. Ja, nehmen wir an, es wäre so gewesen. Sagen wir, kann ja mal passieren. Ich habe es noch nie erlebt und ich denke auch, dass das höchst befremdlich wäre, dass, wenn man jetzt davon ausgeht, dass irgendetwas gereinigt wird, irgendein öffentlicher Platz, in die obersten Instanzen geeilt wird und darüber Bericht erstattet wird, über jeden einzelnen, ich muss es jetzt so prägnant formulieren, Vogelschiss, der irgendwo öffentlich ist. Die Aufgabe von Reinigungskräften ist in diesem Falle ganz klar, diesen Schmutz zu beseitigen. Man kann nicht einfach hergehen und irgendwelchen höheren Etagen über jeden einzelnen über jedes einzelne Staubkorn Bericht erstatten. Ein toter Vogel in einer heiligen Stätte ist selbstverständlich ein Unding, auch keine Kleinigkeit und nicht nur aus Respekt gegenüber der religiösen Gefühle der Muslime, sondern auch da diese Menschen ja überzeugte Muslime sind, müssen sie aus ihrer Sicht, aus Respekt vor Allah und vor dem Propheten Mohammed, selbstverständlich diesen Vogel entfernen. Doch es ist einfach, naja, befremdlich anzunehmen, dass eine Reinigungskraft wegen jedem einzelnen Staubkorn in oberste Instanzen eilt und ihnen dies mitteilt,
um dann darüber zu beraten, anstatt nicht einfach durch diese Luke zu gehen und diesen Vogel zu entfernen. Ich möchte übrigens darauf verweisen, dass sich auf der Rückseite dieser Moschee eine Tür befindet, durch die man im Notfall zum Grab des Propheten Mohammed gelangen kann. Das heißt, es ist nicht so, dass das Ganze zu betoniert ist, sondern nicht nur durch die Luke, sondern auch durch die Hintertür dieser Moschee ist dieser Grabraum betretbar und er wird auch manchmal geöffnet. Das bedeutet, es wäre absolut kein Problem für die Reinigungskräfte, diesen Vogel zu entfernen. Warum dafür ein solcher Aufstand gemacht wird, ist schlicht nicht plausibel und zeigt, dass man hier irgendwie auf irgendeinen spannenden Story-Höhepunkt kommen muss. Aber es ist halt einfach überhaupt nicht plausibel und im Gesamtkontext haben wir Reinigungskräfte, welche wegen eines toten Vogels einen Aufstand machen, anstatt ihn einfach zu entfernen. Das ist nicht plausibel und es zeigt, dass diese Geschichte ja bislang schon einige Mängel aufweist. Und wir sind noch relativ am Anfang dieser Geschichte. Denn auch wenn man die Grabstätte außen herum besuchen kann, befindet sich das Grab des Gesandten Mohammed in einer Kammer. Das ist zwar richtig. Das Grab befindet sich in einer Kammer. Diese Kammer, wie ich aber bereits gesagt habe, ist nicht zugemauert oder einbetoniert, sondern da gibt es diesen Hintereingang, da gibt es diese Luke. Und da kann man auch rein, um dort Reinigungs- oder Reparationsarbeiten durchzuführen. Das bedeutet, es ist absolut kein Notstand nationaler Tragweite, wenn da mal was repariert werden muss oder wenn da mal Müll entfernt werden muss. Das ist alltäglicher Job dieser Leute, dafür zu sorgen, dass dies getan wird. Deswegen ein solch großes Fass aufzumachen, ist halt absolut nicht plausibel. Die Kammer ist von mehreren Wänden umgeben, die keine Fenster oder Türen haben. Wie gesagt, es gibt eine Tür, durch die auch manchmal geöffnet wird, durch die man dieses Grab betreten kann. Und selbst wenn nicht, dann gäbe es immer noch diese Luke. Und wenn man dieses Grab überhaupt nicht betreten könnte, sondern nur von außen verehren könnte, dann könnte auch dieser Junge, der gleich in der Geschichte kommt, nicht in dieses Grab gelangen. Aber es gibt diese Tür, es gibt diese Luke und es macht keinen großen Sinn, nationalen Notstand auszurufen wegen eines toten Vogels. Das ist einfach... Naja. Außerdem sind diese Wände von einem grünen Tuch umhüllt. Daher ist das Grab weder sichtbar noch zugänglich. Zugänglich ist es notfalls schon. Eine Luke an der grünen Kuppel soll demnach die einzige Stelle sein, von der aus man das Grab des Gesandten teilweise betrachten kann. Das ist falsch, aber selbst wenn, dann könnte man doch einfach von dieser Luke aus diesen Vogel entfernen. Nach einigen Beratungen mit den damaligen Großgelehrten fällt endlich die Entscheidung. Demnach soll ein zierliches, 6- bis 7-jähriges Kind, dessen Verstand gerade mal so weit entwickelt ist, dass er auf Anweisungen hört und auf sich achten kann, gefunden werden. Das Kind soll mit einem Seil gebunden durch die Luke runtergehängt, nach dem toten Vogel greifen und wieder hinaufgezogen werden. Es ist, wie bereits mehrfach angedeutet, müßig und absolut unlogisch zu glauben, dass wegen eines toten Vogels Beratungen höchster Leute in Medina losgehen, bevor die Reinigungskräfte nicht einfach selbst diese Luke runtergeseilt werden, um diesen toten Vogel ganz einfach zu entfernen. Denn sie haben die Aufgabe, diese Kuppel zu reinigen und sie haben daher auch die Aufgabe, das Innere dieser Kuppel zu reinigen. Es ist sinnlos, dass die dann zu höheren Instanzen rennen und dann fragen, ja, da ist ein toter Vogel, was sollen wir jetzt tun? Na, einfach wegräumen. Schließlich sind sie selbst die Reinigungs- und Reparationskräfte. Es ist ferner unwahrscheinlich, dass sich dann die großen Leute, die dort das Sagen haben, dass sich die Behörden zusammensetzen und lange, lange intensiv beraten, wegen eines toten Vogels, den man ganz einfach durch die Luke oder durch den Hintereingang
hätte entfernen können, was in den Aufgabenbereich dieser Reinigungs- und Reparationskräfte fällt. Und dann der Beschluss. Der Beschluss ist jetzt schon lustig und ein wirklich an lazy writing und an wirklich schlechter Fantasie grenzender Plot-Twist der ganzen Geschichte. Schon allein das Zusammenfinden eines solchen, in Anführungszeichen, nennen wir es mal einfach Rates, ist unwahrscheinlich. Doch selbst wenn er zustande gekommen wäre und man sich wegen dieses toten Vogels so lange hin und her beraten hätte, dass man dann auch noch zu dem Ergebnis kommt, das sind hohe Funktionäre, von denen wir hier sprechen, und Geistliche, dass man einen zufällig ausgewählten 6-jährigen Jungen irgendwo aufgreift und den dann runterseilt. Das ist ungefähr genau so, wie wenn man ein kleines Kind in der Schule, einen Fünftklässler darum bittet, also eine Putzfrau darum bittet, an eine schwierige Stelle sich mal kurz zu begeben, um irgendetwas abzuholen oder um irgendein etwas daraus zu entfernen. Das macht also null Sinn, dass dann die Leute, die Behörden, nach einem 6-Jährigen suchen, der da runtergelassen wird und diesen toten Vogel heraufholen soll. Das fällt in den Aufgabenbereich der Putzkräfte. Und es gibt kleine und schlanke und zierliche Putzkräfte auch im Reinigungspersonal. Denn was wäre denn das für ein Reinigungspersonal? Wozu wäre dann die Luke da? Was hätte das alles für einen Sinn, wenn diese Leute einerseits die Kuppel reinigen, aber nicht in der Lage sind, selbstständig einen toten Vogel aus dem Inneren hier zu entfernen? Die Leute könnten locker durch die Luke gehen und hätten das Ganze schon längst erledigen können, bevor sie überhaupt zu den Behörden rennen und fragen, ja, da ist ein toter Vogel, was sollen wir jetzt tun? Und dieser Beschluss. Es gibt erfahrene Kletterer. Und das müssen erfahrene Kletterer sein. Glaubt man ernsthaft, dass die ansonsten auf dieser Kuppel stehen und dort Reinigungsarbeiten übernehmen können? Oder Reparationsarbeiten nehmen können. Dass diese Leute einen 6-Jährigen suchen müssen und vor allem, dass die Behörden das angeben, dass man einen 6-Jährigen suchen müsste, der für diese ganzen Leute da runter sich runterseilen lässt. Einen 6-Jährigen, der noch nicht mal viel Verstand hat sozusagen. Dass man den dann dafür beauftragt, Reinigungspersonalaufgaben zu erledigen. Das ist halt einfach absolut an den Haaren herbeigezogen und so sinnfrei, dass man dem Geschichtsschreiber hier schon lazy writing unterstellen könnte. Ein schlechter Handlungsumschwung, ein schlecht geschriebener. Anders kann ich das nicht bezeichnen. Für diese kleine Operation sollen sich etliche Familien gemeldet und die Zuständigen drum gebeten haben, sich für ihre Kinder zu entscheiden. Schlussendlich fanden die Zuständigen das richtige Kind und ließen ihn, gebunden an ein Seil, durch die Luke runter. Währenddessen soll ein Sicherheitsbeamter, der den Seil festhielt, unmittelbar an der Luke gewartet und ununterbrochen nach dem Kind geschaut haben. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, ein solcher Sicherheitsbeamter hätte ein riesengroßes Problem, wenn dem Kind irgendetwas passieren würde. Dass man jetzt verschiedene Familien mobilisiert, dass die ihr 6-jähriges Kind für eine solche Operation hergeben. Wie wahrscheinlich ist es, dass Familien darum betteln, dass man das tun müsste, weil das Reinigungspersonal und Sicherheitskräfte, wie hier jetzt eben, nicht in der Lage sind, diese Luke runterzufahren und diesen toten Vogel da rauszuholen? Wie wahrscheinlich ist es ferner, dass ein 6-Jähriger sich sowas traut, zu so etwas überhaupt konkret in der Lage ist? Und vor allem, wie wahrscheinlich ist es denn, dass ich hier annehme, dass dieser Sicherheitsbeamte überhaupt das Risiko eingeht, dass dem Jungen etwas passiert? Der ist dran, wenn da irgendwas passiert. Und vor allem, dieser Sicherheitsbeamte, wenn es so viele Sicherheitsbeamten gibt, warum tun sie diese Aufgabe nicht selber? Warum sollten die Behörden anordnen, irgendeinen zufällig ausgewählten 6-jährigen Jungen darunter zu lassen? Das gibt keinen Sinn.
Allerdings fiel ihm plötzlich auf, dass das Kind sich entgegen der Richtung bewegte, die der Sicherheitsbeamter sehen konnte. Ohnehin war es für ihn dort oben schwierig, sich zu bewegen. Als das Kind entgegen den Anweisungen in eine ganz andere Richtung lief, soll der Sicherheitsbeamter nach dem Jungen gerufen und gleichzeitig am Seil gezogen haben. Ein Sicherheitsbeamter, dem ein solcher Fehler unterläuft. Hätte irgendwo klar sein müssen, dass ein Sechsjähriger Probleme bekommt bei einer solchen, in Anführungszeichen, Operation. Ein großes Ding daraus zu machen, ich meine, das ist normaler Job einer jeden Reinigungskraft und eines jeden, der so angestellt ist, solche Dinge zu tun. Du kannst mir noch nicht erzählen, dass ein Sicherheitsbeamter einen Sechsjährigen da runterlässt und dann völlig überrascht ist, weil der diese ganze Sache nicht so gut macht. Ferner scheint dieser Sicherheitsbeamte oder scheinen diese ganzen Leute, die dahinter stecken, keinen blassen Schimmer von ihrem Job zu haben. Wozu brauchen die einen Sechsjährigen, den sie da runterseilen? Und vor allem, wie kann so ein Fehler überhaupt unterlaufen dann? Ja, so ein Fehler kann ja immer unterlaufen. Ich meine, diese Operation misslingt gerade vollkommen. Ich persönlich bin wirklich erstaunt darüber, dass manche Leute in der Lage sind, dieser Geschichte Glauben zu schenken. Diese ganze Geschichte ist von Anfang an nicht konsistent und absolut unlogisch. Die ganze Geschichte ist so unwahrscheinlich, hat so viele Probleme, ist nicht durch seriöse Quellen gestützt, macht Annahmen, die vollkommen sinnlos sind, baut Dinge auf, die ganz normal sind, unterstellt, dass man einen sechsjährigen Jungen dafür braucht, eine solche, in Anführungszeichen, Operation durchzuführen. Ich brauche ja gar nicht mehr viel dazu sagen. Im Endeffekt widerlegt sich diese zirkuläre Logik doch selbst. Mit den ganzen Hinweisen, die ich jetzt gerade gemacht habe. Da kann doch jeder Mensch mit gesundem Menschenverstand hergehen und sagen, diese Geschichte mag vielleicht für manchen Muslim ein schönes Märchen sein. Aber wie es halt manchmal ist, mit Märchen, Fabeln und anderen erfundenen Geschichten sind sie manchmal nicht durch gute Quellen gestützt. Kann vorkommen bei erfundenen Geschichten. Und sie sind manchmal auch nicht besonders konsistent und vom Handlungsverlauf her absolut sinnfrei. So ein Exemplar ist das hier. Und die Leute, die dann drunter schreiben, Subhanallah, Mohammed ist der wahrhaftig der Gesandte Allahs, Islam ist die einzige Wahrheit. Ich weiß nicht mal, also die tun mir teilweise wirklich leid, weil sie meinen, hier einen Beweis für den Islam zu haben. Ich gehe später nochmal darauf ein, auch auf eine andere Richtung. Aber schon jetzt zeigt sich doch, wie inkonsistent diese ganze Geschichte ist. Wie unlogisch und wie an den Haaren herbeigezogen. Und seriöse Quellen findet man hier sowieso. Findet man nicht. Sind nicht da. Ich kann auch nicht mal sagen, sind Mangelware. Der Brief eines Arztes oder der Brief von irgendjemandem aus dem Jahr 2020. Was beweist ein solcher Brief in Bezug einer 1995 geschehenen Geschichte wie dieser? Zeitgleich fingen die Menschen, die um die Moschee herum warteten, an, nach dem Kind zu rufen. Für einen Moment soll die Situation außer Kontrolle geraten und chaotisch gewesen sein. Sie war chaotisch und ist außer Kontrolle geraten, weil offensichtlich Reinigungskräfte und Sicherheitsbeamte nicht in der Lage sind, da einen einzigen toten Vogel zu entfernen, dann einen sechsjährigen Jungen dafür brauchen, den dann runterseilen und dann geht was schief. Dazu brauche ich gar nichts mehr sagen. Wir sehen, das haben Leute mitgekriegt. Trotzdem, du findest halt einfach gar nichts. Du findest halt einfach überhaupt nichts dazu. Es gibt sogar Muslime in den Kommentaren da unten, die
die gesagt haben, sie haben sich dort mit Leuten unterhalten, die haben gesagt, es ist einfach nur ein Märchen. Es hat so nie stattgefunden, das hat niemand mitgekriegt. Und es ist ein Märchen. Bis der Sicherheitsbeamte merkte, dass das Seil sich endlich ziehen ließ und der kleine Junge sichtbar war. Nachdem das Kind wieder oben war und aus der Luke stieg, brachte der Sicherheitsbeamte ihn wieder runter. Um das Kind herum hatten sich binnen weniger Sekunden die neugierigen Menschen versammelt. An diesem Moment geschah etwas Außergewöhnliches. Denn die Menschen sowie die Zuständigen sahen, wie das Kind in einer Hand den toten Vogel und in der anderen Hand einige Trauben hielt. Verwundert fragten sie den kleinen Jungen, woher er die Trauben plötzlich her hat. Also, ich weiß ja nicht, wie lange dieser tote Vogel da unten gelegen haben soll. Eine Nachreinigung der hinterlassenen Verwesungsspuren. Es tut mir leid, dass ich das jetzt so ekelhaft formulieren muss, aber so etwas scheint schon notwendig zu sein, wenn ein toter Vogel da unten gelegen hat, da vielleicht nochmal nachzuputzen. Alles Aufgabe der Reinigungskräfte. Ja, stimmt. Die sind ja lieber zu den Behörden gelaufen und haben um einen 6-Jährigen gebettelt, der diese ganzen Leute dann sucht. Schmarrn. Die haben nicht um einen 6-Jährigen gebettelt, die haben nach einer Lösung gesucht für ein Problem, das eigentlich gar kein Problem ist. Und die Behörden haben dann gesagt, ja, bringt mal irgendein zierliches Kind. Es gibt erfahrene Kletterer, zierliche Sicherheitskräfte, Beamte, die das locker hätten tun können. Das fällt in deren Aufgabenbereich. Das sage ich jetzt schon sehr oft. An dieser Geschichte ist einfach überhaupt nichts logisch. Und einen toten Vogel, ich weiß nicht, wie lange der da gelegen haben soll, aber normalerweise sollte man dann nochmal mit Reinigungsmitteln das Ganze nochmals bearbeiten. Aber wie dem auch sei, ich meine, der 6-Jährige hat dann den toten Vogel offensichtlich gebracht. Ja, ist jetzt keine schöne Vorstellung, aber die ganze Szenerie macht ja wenig Sinn. Als das Kind anfing zu sprechen, herrschte plötzlich die Ruhe. Das Kind erzählte von 5 Männern, die bei der Grabstätte halbkreisförmig auf dem Boden gesessen haben sollen. In der Mitte dieser 5 Männer soll ein Kristallteller mit Trauben gestanden haben. Die Menschen und Zuständigen um das Kind herum schauten sich mit verblüfften Blicken gegenseitig an. Das Kind führte fort und sagte, dass einer dieser Männer, dessen Aussehen wunderschön gewesen sein soll, ihn zu sich gerufen und nach seinem Namen gefragt hat. Als der kleine Junge seinen Namen preisgab, soll der Mann sich ebenfalls vorgestellt und gesagt haben, dass er Muhammad heißt. Wow. Wow, ich bin baff. Ein 6-Jähriger. Ein 6-Jähriger, dessen mentale Fähigkeiten man ja anfangs nicht so hoch eingeschätzt hat, erzählt eine solche Geschichte. Ja, woher konnte er bloß wissen, dass das der Prophet Mohammed ist? Ja. 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 Also es ist schon erstaunlich. Ich meine, da erscheint Mohammed einem Kind, das einen toten Vogel für die Reinigungskräfte entfernen muss, gibt ihm noch Trauben mit. Und das Kind kann das Ganze natürlich schon ganz flüssig wiedergeben. Scheint doch ein ganz tüchtiges Kerlchen zu sein. Also diese Wahrnehmungen kann niemand nachprüfen. Selbst wenn das so stattgefunden hätte, was macht man denn dann mit den ganzen Marienerscheinungen und Jesuserscheinungen? Naja, da gibt es dann auch Wunder, da gibt es dann auch Zeugen, die das Ganze unabhängig voneinander bestätigen. Naja, und der Engel des Lichts, das mag zwar ein ganz wundervolles Wesen sein, aber der Satan kann sich halt als dieser Engel des Lichts verstellen. Wer sagt dir denn, dass der nicht hinter dieser Erscheinung steht? Und vor allem, wer sagt dir denn überhaupt, dass der Junge so etwas gesehen hat und sich diese Geschichte ausgedacht hat? Nicht nur ausgedacht hat. Ja, woher hat er dann die Trauben?
Ja, woher hat er dann die Trauben? Ich meine, warum, die kann ich zurückfragen, warum sollten Reinigungskräfte und Behörden überhaupt einen 6-jährigen Jungen für eine solche, in Anführungszeichen, Mission benötigen? Die Geschichte macht halt einfach hinten und vorne keinen Sinn. Aber schauen wir mal weiter. Als die Menschen diese Worte hörten, fielen sie auf die Knie, brachen im wahrsten Sinne des Wortes zusammen und fingen an zu weinen. Überrascht wegen der momentanen Situation führte der Junge mit lauterer Stimme fort und sagte, dass der wunderschöne Mann namens Muhammad ihn gefragt hat, warum er dort ist und was er dort zu suchen hat. Ja, so wie mir das Ganze scheint, also eine wirklich theologische Botschaft gibt es ja jetzt auch von Mohammed noch nicht. Und es ist auch so, da, es ist auch momentan so, dass die ganze Geschichte offensichtlich, naja, öffentlich sehr präsent war und von vielen Menschen mitbekommen wurde. Das bedeutet, eine große, aufgebrachte Menschenmasse bricht in Tränen aus, kniet nieder, lobt Gott. Die ganze Szenerie war anfangs chaotisch, jetzt ist sie einfach nur für die Muslime sehr überraschend. Und es gibt viele Menschen, die das mitbekommen und die davon sehr ergriffen und erstaunt sind. Und dann rufen wir uns nochmal ins Gedächtnis. Was ist die einzige Quelle für diese Geschichte? Ein Brief aus dem Jahre 2020, der behauptete, so etwas habe 1995 stattgefunden. Wenn ich irgendeine Geschichte schreibe, die angeblich im Jahre 1990 stattgefunden hat, ich benenne Zeugen, die in London von mir aus keine Ahnung, ein Riesen-UFO im Jahre 1990 irgendwann an irgendeinem Tag beobachtet haben wollen, das vielleicht einen Schuss abgegeben hat und dadurch ein Hochhaus zerstört hat oder was auch immer. Und du findest halt einfach keine einzigen Quellen, obwohl es viele überraschte Zeugen gibt. Und du findest halt gar nichts darüber, sondern nur eben diesen Zettel, den ich schreibe im Jahre 2022 über ein Ereignis, das 1990 angeblich von vielen Zeugen beobachtet wurde, wofür es aber keine einzige Quelle gibt. Naja, ich meine, dann bin ich halt in gewisser Weise irgendwie in der Beweislast und die Geschichte steht ja dann zunächst einmal unter dem starken Verdacht, eine reine, bloße, erfundene Geschichte zu sein, weil es halt einfach nicht vorstellbar ist, wenn jetzt wie zum Beispiel hier in einer belebten Szenerie viele Menschen davon mitbekommen, überrascht davon sind und es sogar dann in den saudi-arabischen Regierungsarchiven dokumentiert ist, kein einziger Bericht oder irgendetwas darüber existiert, kein einziger Mensch, der davon weiß und es scheint jetzt hier so zu sein, im Jahre 1995, viele Menschen haben das mitbekommen, doch von 1995 bis 2020 hat davon nie jemand etwas gehört. Es gibt sogar Leute, die dementieren das. Da gibt es keine größeren Aufzeichnungen über dieses angebliche Wunder, nur diesen einen ominösen Brief aus dem Jahr 2020. Aber was beweist er schon? Wir finden den Jungen nicht, wir finden keinen einzigen Zeugen dieses ganzen Geschehens. Wir finden keinen einzigen, der sich für diese Geschichte verbirgt. Wir haben angeblich, wenn es überhaupt so ist, diesen Brief aus dem Jahre 2022. Aber dieser Brief ist ein Brief aus dem Jahre 2022. Was, bitteschön, beweist ein Brief aus dem Jahr 2020? Gar nichts. Das kann genauso gut die blühende Fantasie irgendeines Menschen gewesen sein. Aber es ist halt verdächtig, wenn im Jahre 1995 eine große Anzahl von Zeugen auf die Knie fällt, in Tränen ausbricht, total überrascht ist von dieser öffentlichen Szenerie und dieser Junge erzählt und wir finden weder den Jungen noch irgendeinen Zeugen, der für diese Geschichte einsteht. Keinen einzigen Bericht, nichts. Toll, steht in den saudischen Regierungsarchiven, kann keiner überprüfen, gibt es keine Beweise zu, gibt es keine irgendwie so gearteten Statements dazu. Gibt es alles nicht. Hinzukommen, es gibt viele christliche Wunder, die öffentlich stattgefunden haben, viele Zeugen, viele Wunderheilungen, viele andere Wunder. Es gibt das Sonnenwunder von Fatima, öffentlich berichtet, öffentlich beobachtet, auch von Skeptikern. Jeder hat da was gesehen und ich meine halt nur, da wird es halt dann schwierig, das wegzuleugnen. Eine solche Geschichte, kein einziger Beweis, kein einziges Dokument, nichts hinzukommt.
Open Doors Deutschland dokumentiert immer wieder Wunder, die auch von Muslimen berichtet werden und die sie dann zu Christen gemacht hat. Und warum sollten diese Muslime das erfinden? Teilweise unter falschem Namen und unter verschleierter Identität und unter verschleiertem Aussehen teilweise sogar, sagen sie aus. Und wenn nicht, dann stellt sich die Frage, warum sie sich freiwillig in diese Todesgefahr begeben und manche davon sind nachweislich Flüchtlinge. Open Doors Deutschland hilft. Es ist ein Hilfswerk. Es ist nicht nur ein Missions-, sondern auch ein Hilfswerk. Nahtoderfahrungen in muslimischen Kulturen, genau die gleichen Inhalte wie die des Westens. Letzten Endes, solche Erlebnisse mit Mohammed, mit Allah, scheint es schlichtweg nicht zu geben, weil der Islam falsch ist. Und diese einzelne Geschichte ist nichts im Vergleich zu den zahlreichen christlichen Wundern. Dann müsste man erklären, warum so etwas nicht öfter stattfindet, warum es keine einzige muslimische Nahtoderfahrung gibt und vor allem, warum es keinen einzigen Zeugen, keinen einzigen Beweis, keinen einzigen Bericht für diese Geschichte überhaupt gibt. All das macht überhaupt keinen Sinn. Der Junge soll ihm von dem Vorfall mit dem toten Vogel und warum er dort unten ist erzählt haben. Ja, und es erübrigt sich ja fast, ich habe es ja auch schon mehrfach gesagt, auch diesen Jungen finden wir nicht. Wer weiß, hat es ihn überhaupt je gegeben? Und wenn er etwas erlebt hat, dann garantiert nicht so etwas, denn dafür fehlen schlichtweg die Beweise. Woraufhin der Mann gelächelt und ihn gestreichelt haben soll. Ständig wiederholte der Junge beim Erzählen, dass der Mann namens Muhammad wunderschön gewesen war. Dieser Mann war offensichtlich Muhammad, der Gesandte Gottes, und erschien unerklärlicherweise dem kleinen Jungen. Schlussendlich soll er ihm ein paar Trauben gegeben und Folgendes gesagt haben. Sag den Leuten, die dort draußen auf dich warten, dass sie geeint und in Frieden miteinander leben sollen. So etwas hat der historische Mohammed nie gesagt und so etwas würde er auch nie sagen, weil Mohammed zahlreiche Invasionen, Kriege, Überfälle zu verantworten hat und der auch gern schon mal so etwas gesagt hat wie, dass die Bäume sprechen würden, ja, hinter mir ist ein Jude, also erschlage ihn, tötet die Götzendiener, wo immer ihr sie findet, schlagt die Frauen, habt Feindschaft zu Juden und Christen, grüßt sie nicht einmal, die letzte Stunde wird nicht kommen, bevor ihr nicht die Türken bekämpft habt. Und dann soll Mohammed in einer Erscheinung so etwas gesagt haben, bei den ganzen dschihadistischen Aussagen, bei den ganzen Kampfbefehlen und den ganzen verbrecherischen Überfällen und Angriffskriegen, Invasionen etc., was Mohammed gemacht hat. Die ganzen Stämme, die er vernichtet hat, Banu Quraiza. Nachdem soll er so ein Statement abgeben, vor einem kleinen sechsjährigen Jungen, der kein einziges, theologisches Sachverständnis hat, dem soll er erscheinen, weil er einen toten Vogel da rausholt. Ja. Sag ihnen, dass sie die Rechte anderer nicht verletzen sollen. Wirklich sehr schön. Wunderschöne Begebenheit. Aber es deckt sich halt nicht mit dem historischen Islam, mit dem historischen Mohammed und mit dem Koran und den Hadithen, wo Mohammed nicht sowas sagt wie, geht geeint miteinander um, seid respektvoll, sondern das kommen solche Aussagen wie, erschlaget die Götzendiener und überfallt dies und dies Gebiet, vergewaltigt eure Frauen, schlagt eure Frauen, was auch immer, bekämpft die Türken, bekämpft die Juden und dann eine solche Einheitsbotschaft. Da kommt man sich doch wirklich fast veräppelt vor, wenn der Islam wahr sein sollte. Ja, bei den anderen vier Männern soll es sich um die Gefahr, ja, selbst wenn es gestimmt hätte, ja, kann sein, vielleicht waren es auch, da gab es ja auch einen Moslem, der dann geschrieben hat, wieso ausgerechnet die Gefährten? Ja, weil sie ja dort beerdigt sind. Omar und Abu Bakr vielleicht, ja, aber trotzdem. Hätten ja auch die anderen vier Propheten sein können. Hätte ja auch Jesus dabei sein können. Keine Ahnung. Es geht also um die Rechte von Menschen in Mohammeds Schlussplädoyer. Bei allem, was er getan hat. Von Allah keine Spur. Vom Koran lesen keine Spur. Von theologischen Gedanken und Botschaften keine Spur. Eine an sich natürlich richtige und tolle Botschaft,
die aber nicht mit dem Wesen des Islam und nicht mit den Lehren Mohammeds und in Anführungszeichen Allahs übereinstimmt. Was soll man davon halten? Nichts. Aha. Wa alu alam. Wa ahal. Wa alahu alam. Toll. Super. Super. Wirklich. Bin beeindruckt. Diese Geschichte hat keine handfesten Quellen und ihre Authentizität konnte bisher nicht überprüft werden. Im Jahre 1995 fallen viele Menschen überrascht auf die Knie. Eine Szenerie, die jeder mitbekommen hat, die eine Angelegenheit der Behörden war, warum auch immer. Und dann haben wir einen Brief, angeblich einen Brief, wenn es den Brief überhaupt gegeben hat, vielleicht ist sogar der nur eine Erfindung. Wenn, dann hätte dieser Brief auch ganz einfach nur ein Zettel sein können, auf dem ein Mensch eine wunderschöne, selbst ausgedachte oder eine von irgendjemand anderen ausgedachte Geschichte aufgeschrieben haben könnte. Im Jahr 2020 von einem türkischen Arzt, von einem Arzt aus Istanbul. Es gibt keine einzige Quelle für eine solche Szenerie, obwohl so viele überraschte Menschen da waren und diesem Jungen zugehört haben. Es gibt keine Aussagen dieses Jungen. Es gibt keine Zeugenaussagen. Alles, was es gibt, obwohl natürlich die saudischen Regierungsarchive voll davon sein sollen, alles, was es gibt, ist der Brief eines Arztes aus der Türkei, aus Istanbul. Aber nichts aus Medina, wo das Ganze stattgefunden haben soll. Interessant, ob diese Geschichte wahr ist, weiß niemand. Gott weiß es am besten. Und ich kann dir garantieren, dass diese Geschichte eine Erfindung ist. Ganz einfach, weil diese Quellenlage, diese ganze Logik, dieser ganze Verlauf einfach keinen Sinn ergibt. Und die hat keine handfesten Quellen, Authentizität bisher nicht überprüft werden. Angeblich aus einem Brief. Wo ist denn dieser Arzt aus Istanbul? Wo ist denn der? Möchte ich gern mal sprechen. Möchte ich auch gern mal ein Interview dazu hören. Vor allem möchte ich dazu hören von diesem Arzt, wenn es ihn denn gibt. Vielleicht ist auch der auch nur erfunden. Wenn es ihn gäbe, dann möchte ich von ihm die ganzen Angaben wissen. Woher hat er seine Quellen? Woraus bezieht er seine Quellen? Das möchte ich alles wissen. Wir haben einen toten Vogel, der in einen geschlossenen Raum fällt. Vielleicht durch reinen Zufall in diese Luke gefallen. Ob man diesen Vogel von da aus hätte erkennen können, vielleicht für solche erfahrenen Reinigungskräfte schon. Diese erfahrenen Reinigungskräfte und Reparationskräfte brauchen einen 6-jährigen Jungen, obwohl es erfahrene, drahtige und zierliche Kletterer gibt. Riskieren trotzdem das Leben eines 6-jährigen Jungen. Und dann soll bei einer Art Volksbefragung, bei einem Art Zensus, so viele begeisterte Familien dafür geworben haben, dass ihr Sohn dafür auserkoren wird oder ihre Tochter dafür auserkoren wird, sinnfrei. Zumal man auch davon nichts findet. Naja, alles, was wir haben, ist der Brief aus dem Jahr 2020 von einem Arzt aus Istanbul. Schön. Der Junge hat nie jemand gesehen, Arzt aus Istanbul, woher er seine Quellen auch immer hat, kann er sich natürlich auch nur ausgedacht haben, vielleicht hat sich der Geschichtsschreiber auch nur diesen Arzt ausgedacht, denn angeblich aus einem Brief, ja, ob es den Brief überhaupt gibt, ne? Im Jahr 2020, 1995, bis dahin nie was gehört. Wo ist dieser Arzt aus Istanbul? Was würde der, wenn er denn überhaupt existiert, für Angaben machen? Es gibt eine Tür zum Grab auf der Rückseite der Moschee, die ab und an geöffnet wird. Da hätten die Reinigungskräfte so reingehen können. Sie hätten auch an sich abseilen können, aber brauchen dafür keinen 6-jährigen Jungen. Die Botschaft von Mohammed, bin ich bereits darauf eingegangen. Die ganze Sinnlosigkeit dieser Geschichte, bin ich auch darauf eingegangen. Und jetzt noch eine Hintergrundinformation. Im Jahre 1991, das kann man auch in der Kommentarsektion von einem Moslem, ja, der keinen Grund dazu hätte, seinen Propheten da irgendwie zu denunzieren, der bezeugt, im Jahr 1991 gab es eine Variante dieser Geschichte. Das bedeutet, es handelt sich vielleicht eher um eine Geschichte, die sich lang vorher entwickelt hat. Ein Junge hat einen Traum von Mohammed, der ihm von der Taufe erzählt. Träumen kann man bei Nacht viel.
Dann sei er nach diesem Traum mit den Eltern zu den Behörden gegangen. Aufgrund eines Traums. Naja, absolut sinnfrei wieder. Dann hätten sie ihn in die Grabkammer gelassen, warum auch immer. Dann hätte er dort eine tote Taube gefunden. Und dann sei er, bevor er seine Geschichte erzählen konnte, bereits gestorben. Eine frühe Erzählung erzählt es so. Offensichtlich eine Legende und eine Kette, von wo sich diese Geschichte länger entwickelt hat und offensichtlich länger gebraucht hat, um zu dieser Fassung überhaupt zu kommen. Weil diese Legende erzählt es ja wieder ganz, ganz anders. Da konnte dieser Junge eine solche Geschichte gar nicht erzählen. Das bedeutet, von dieser Mohammed-Erscheinung hätte überhaupt nie jemand etwas wissen können. Und er sei dann sofort gestorben als Belohnung Allahs. Natürlich haben wir auch dafür keine einzigen Beweise. Es handelt sich wohl nur um eine Legende, die auch wieder keinen Sinn macht. Ja. Keine handfesten Quellen. Ja, angeblich, angeblich, angeblich. Ja. Die Geschichte ist mit ziemlicher Sicherheit erfunden. Ja. Mag für manche gläubigen Muslime eine schöne Geschichte sein, letzten Endes nichts als eine Legende. Ja, so viel dazu. Das war jetzt mal eine ausführlichere Analyse. Die war eben besonders, weil hier eine Geschichte aufgebauscht wurde von der Erscheinung Mohammeds, weil sonst keine dokumentiert sind. Diese Geschichte, da handelt es sich meines Erachtens, wenn man das Ganze analysiert und genauer untersucht und rational objektiv prüft, eindeutig um eine erfundene Geschichte. Da scheint kein Funken Wahrheit dran zu sein. Naja, wie dem auch sei. Es ist definitiv kein Beweis für die Wahrheit des Islam, denn es gibt ja auch noch christliche Wunder mit mehr Zeugen. Diese Geschichte ist aufgrund der schlechten Quellenlage und aufgrund der Sinnlosigkeit der Handlung mit Sicherheit, ich wage es sogar auszusprechen, mit Sicherheit, meines Erachtens mit Sicherheit eine Erfindung und nicht besonders glaubwürdig. Und in diesem Sinne, wir hören uns beim nächsten Beitrag wieder und das war mal so eine spezielle Folge. Vielleicht mache ich sowas öfter. Das war jetzt einfach mal so eine kleine Analyse. Klein, aber fein. In dem Sinne, haut rein.